Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einem neuen Update, was die Ausstellungshändler denn angeht. Denn es ist wieder Samstag, wir haben den 14. Mai und das heißt neue Items und also neue Items in der Base of Operations und neue Muster in der Dark Zone. Fangen wir mit der Base of Operations an, dem Spezialausstattungshändler. Der bietet uns neue Waffen und Rüstungsteile. Zunächst das Maschinengewehr bzw. Maschinenpistole T821 in der Polizeiversion mit 550 Schuss pro Minute und einem 32 Kugeln großen Magazin und 21% Crit ist da schon einiges gegeben. Grundschaden pro Kugel sind 10,4, was jetzt nicht das Beste ist, aber ja, es ist schon mal ein guter Wert. Kann man nicht meckern. Talente sind relativ okay. Wir haben hier einmal das Talent Deadly, also tödlich. Kritische Trefferschadenschance wird um 27% erhöht. Also der kritische Treffer bei kritischen Treffer, der kritische Trefferschaden bei kritischen Treffern wird um 27% erhöht. Eines der besten Damage-Talente, die wir so auf Waffen finden können. Als zweites haben wir noch fähig, die Nutzung einer Fertigkeit verbessert das Handling ihrer Waffe für 13,5 Sekunden. Ja, ist ganz okay. Last but not least haben wir noch die kritische Trefferchance bei voller Gesundheit wird um 13,5% erhöht. Das ist jetzt nicht so sehr geil, aber 13,5% Crit haben oder nicht haben, das kann schon einiges wettmachen. Allerdings muss man dafür auch immer bei von der Gesundheit sein und das ist halt nicht so sehr oft der Fall. Als zweites haben wir ein leichtes Maschinengewehr. Die Waffenart ist im Moment nicht so gut, aber wer die Phoenix Credits über hat, kann sich sowas ja schon mal zulegen, da demnächst mit Patch 1.2 verschiedene Sets kommen sollen, die diverse Waffen, die im Moment nicht so populär sind, mit Hilfe der Set-Boni unterstützen und somit vielleicht auch ein Argument geben, dafür ein leichtes Maschinengewehr zu benutzen. Im Moment sind die aber besonders aufgrund des geringen Schadens pro Kugel eher nicht so geil. Einziger Vorteil ist eben die Größe der Magazine, aber dafür auch einen relativ hohen Rückstoß meistens und eben, wie gesagt, so gut wie keinen Schaden, dementsprechend lohnt sich das alles nicht so wirklich. Talente sind hier auch nicht so gut wiederhergestellt. Wenn sie ein Ziel mit der Waffe eliminieren, werden alle negativen Statuseffekte entfernt. Meistens kann man sowieso nicht schießen, wenn man gerade von Statuseffekten betroffen ist. Dementsprechend ist das ein Talent, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Jedoch ist zerstörerisch im PvE ganz gut, denn die Waffe hat eine Rüstungsdurchdringung von 18%. Ja, fast 20% mehr Schaden an Rüstung ist nie schlecht und räuberisch ist zum Farmen gar nicht so schlecht. 13,5% Gesundheit regeneriert für 5 Sekunden, nachdem ein Ziel damit getötet wurde. Als nächstes haben wir noch die SOCOM SCAR-L. Das ist ein Sturmgewehr. Ich bin der Meinung, das ist eins mit Feuerstoß, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Hat auch wieder okaye Werte, würde ich aber trotzdem eher das T821 empfehlen, im Gegensatz zu dem, weil wir hier einfach einen höheren Schaden pro Schuss haben und eine 21% erhöhte kritische Trefferchance direkt im Item eingebunden. Da bringt dann auch der Schuss, bringen die Schüsse pro Minute dann auch nicht mehr so viel, die hier ein etwas höher ausfallen, da hier auch der Recoil meistens einiges höher ist. Allerdings sind die Talente ziemlich gut, denn das Eliminieren eines Ziels hat eine Chance von 23% das Magazin wieder aufzufüllen. Das Talent habe ich auf meiner AUG, wie man hier sieht, auf meiner AUG, die ich vor 2 Wochen gekauft habe hier, und das sorgt dann schon dafür, dass man teilweise mehrere Diener komplett niedermähen kann, ohne einmal nachzuladen. Außerdem spart das einiges an Munition.
PROC dementsprechend aber nicht so sehr häufig, bei 23%. Dann haben wir noch empfänglich, bei einer Entfernung von unter 10 Metern zum Ziel wird der Schaden um 13% erhöht. Ist jetzt nicht schlecht, aber eher ein Talent für Maschinenpistolen. Aber ja, man kann auch mit Rifles ziemlich gut in die Melee gehen und dementsprechend ist es nicht ganz wasteless. Insbesondere, weil das ja noch in der optimalen Reichweite liegt, immer noch besser als weiter als 40 Meter entfernt. Als drittes haben wir zerstörerisch wieder 18% Rüstungsdurchdringung, hatte ich eben schon bei dem LMG erwähnt. Die restlichen Items sind diese Woche nicht so sehr gut. Wir haben hier ein Backpack mit einer ordentlichen Portion Ausdauer drauf und die Fähigkeitenstärke wird um 13,5% erhöht, wenn die individuelle Fähigkeit aktiv ist. Ich mag diese Fähigkeit persönlich nicht, oder diese Talente allgemein, die nur dann wirksam sind, wenn die individuelle Fähigkeit aktiv ist, weil ich einfach, ja, die nutzen halt 90% des Kampfes nicht, sondern nur in Paniksituationen und das Item ist in der restlichen Zeit eher useless. Auch, ja, Fähigkeit Eile, es hat einen Modslot, das ist, kann man dazu positiv sagen. Der Rest ist eher nicht so geil. Dann haben wir noch einen 182er Rucksack mit einem guten Talent. Fügt Schusswaffen und Ausdauer der Fähigkeitenstärke 13% hinzu. Dadurch hat man dann eben einen erhöhten Fähigkeitenstärkenwert, ohne auf Electronics zu gehen und kann die dann noch ein bisschen buffen. Ansonsten, ja, Fähigkeiten, Attribute, mobile Deckung, Lebenspunkte und Hilfsposten, Wirkzeit sind jetzt auch nicht so geil. Rüstung ist ganz okay, aber ja, das einzig Gute ist eigentlich das Talent, was da drauf ist. Also auch nicht so unbedingt empfehlenswert, das Teil. Dann haben wir noch ein Holster. Hat alle Werte drauf, das ist schon mal nicht schlecht. Hat Schutz vor Elite drauf, ist auch nicht schlecht. Und das Talent Schaden beim Laufen von Deckung zu Deckung wird 5 Sekunden lang regeneriert, wenn das Ziel erreicht ist. Das heißt, ihr lauft von Deckung zu Deckung mit dieser Funktion direkt. Und alles, was dann ihr in der Zeit an Schaden bekommt, wird eben geheilt. Das Teil ist nicht zu verachten. Fertigkeiten, Attribute ist halt wieder so eine Sache, ob das so geil ist, aber man kann schon anlegen, wenn man noch sonst nichts hat auf dem Item-Level. Und die taktischen Handschuhe sind wieder der letzte Mist in meinen Augen. Da haben wir einmal Kopfschüsse mit einer Handfeuerwaffe, richten 25% mehr Schaden an. Ist vielleicht für Tanks ganz okay, aber das war es dann auch schon. Attribute sind LMG-Schaden, da LMGs im Moment ziemlich nutzlos sind, ist das auch ein ziemlich nutzloses Attribut. Und Pistolenschaden in Verbindung damit vielleicht ganz okay, aber sonst auch nicht so gut. Crit ist natürlich immer gerne gesehen und die Fertigkeitenattribute sind wieder sinnlos. Muster gibt es hier natürlich nicht und deswegen gehen wir mal zusammen in die Dark Zone und gucken, was es da so gibt. Für die Dark Zone-Spieler unter uns gibt es diese Woche ebenfalls neue Muster. Anfangen tue ich diesmal mit der Dark Zone Nummer 3, wo es die Waffenmuster gibt. Neben verschiedenen Random-Items, die wohl eher weniger interessant sind, gibt es auch wieder die Valkyria. Die ändert sich ja nicht für Rang 90-Spieler. Aber was viel interessanter ist, sind die Rang 75-Muster für Waffen im Itemwert von 204. Denn da gibt es diesmal die Vector 45 ACP, wie auch immer, der ersten Welle. Als Muster für 262.615 Dark Zone Credits. Ja, eine der besten Waffen, wenn nicht sogar die beste Waffe im Spiel momentan, da sie einen sehr hohen Burst-Schaden bietet. Wie man hier sieht, bis zu 13.667 Schaden kann dieses maximal pro Kugel ausrichten, mit einer sehr hohen Schussrate. Das Magazin ist allerdings nur 20 Schuss groß. Das ist im Moment ein Anzeigebug bei Herstellungsmustern, die angelegte Waffenmods mit einbeziehen. Als zweites gibt es noch eine Schrotflinte für 284.020 Dark Zone Credits, ebenfalls Item Level 204. Die Stats und Talente werden wie immer random gerollt. Dazu passend gibt es in der Dark Zone 5
neue Waffenmods für Energiestufe 32. Das ist nämlich einmal das erweiterte Magazin, was Magazingröße und ein Random Stat beinhaltet. Eine sehr, sehr geile Waffenmod, besonders für die Vector hier. Beziehungsweise sogar ein Must-Have teilweise. Am besten zusammengerollt dann mit Schussfrequenz. Und als zweite Waffenmod gibt es in der Dark Zone 5 die kleine Laserzieloptik. Die bietet Waffenschaden und ein Random Stat. Weiter geht's dann mit dem Händler in der Dark Zone Nummer 2. Zunächst gucken wir uns jetzt noch die Muster in der Dark Zone Nummer 2 an, wo es die Ausstattung gibt. Üblicherweise hier wieder in Anführungszeichen Low Level, also maximal 182er Items direkt festgelegt mit festen Stats. Wobei die Brust hier vielleicht ganz interessant ist, aufgrund des Silenz was die Cooldown-Zeit für Heilungsfertigkeiten verringert, ist vielleicht für Heal-Spieler ganz interessant, außerdem hat es einen sehr hohen Rüstungswert noch, was ja mit Patch 1.2 zu Toughness zählt, also hier mit in den Lebenspunktenbereich reinzählt. Außerdem gibt es Lebenspunkte bei Tötung und erhöht den Schaden gegen Elite. Ist eigentlich ein recht Roundup recht gutes Item. Kann man nicht viel Schlechtes gegen sagen. Aber wir wollen uns ja die 204er-Muster angucken. Da gibt es nämlich hier die Blaupause für Schusswaffen, Knieschoner. Natürlich wieder Random Stats außer den Schusswaffen. Der ist natürlich fix für 142.530 Dark Zone Credits. Ein Schusswaffen-Rucksack für 190.334 Dark Zone Credits. Eine Ausdauer-Handschuhe für 142.523 Credits und last but not least noch Schusswaffen-Handschuhe für 143.253 Credits. Diese verschiedenen Muster kann man natürlich wieder mit Glück mit einem Ausstattungsmod versehen und diese Mods gibt's in der Dark Zone Nummer 4 diese Woche für jeweils ca. 240.000 Dark Zone Credits. Gibt es eine Schusswaffen-Ausstattungsmod und eine Ausdauer-Ausstattungsmod für Energielevel 32, natürlich auch ein paar niedrige, aber das soll uns jetzt nicht so großartig interessieren, da wir die auch günstiger in der Base of Operations bekommen. Das ist die Musterrotation für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Infos ein wenig weiterhelfen und man sieht sich in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, neue Muster, yay, bis dahin, bye bye.